Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Zombie-Apokalypse. Nein, wir spielen Skyrim und wir packen jetzt den wir aktivieren die Waystein-Quelle. Ich erfülle, aber mein Meister ist tot. Hey, was los? Hey, was los? Warum? Alter? Eure Art ist eine Schande für Tamriel Monster. Vampirverführung. Vampir. Hier. Wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, habt ihr euch getäuscht. So. Nähern. Haha. Reden. Bei den Göttlichen. Als wären meine Augen geöffnet worden. Ja. Ich bin vom Licht eurer Herrlichkeit ganz geblendet. Och, Ich muss euch gehorchen. Mhm. Was soll ich für euch tun, Meister? Naja. Ich beauftrage euch, zu Burg Volkihar zu reisen. Natürlich. Wo kann ich diese Burg finden? Am Arsch der Welt. Von der Nordküste von Himmelsrand, genau westlich von Einsamkeit. Dann mache ich mich sofort auf den Weg. Ja, sehr schön. Sehr schön, Digga. Hör mal. Das war ja nice. Sehr interessant. Das könnte vielleicht irgendwann mal... Haben wir das jetzt gar nicht mehr? Auf jeden Fall nehme ich natürlich wieder. Zombie erwecken wäre auch mal cool. Ich nehme. Wo ist denn hier mein. Hier. So. Ne, das ist wichtig. So ein guter Sklave. Der führt mich auch gleich mal hier raus, bitteschön. Ach genau. Okay, ich weiß wieder, wo es lang geht. Ja, ja. Der ist ganz schön schnell unterwegs, der Alte. Es bin schneller, Opa. Jetzt nicht mehr. Oh, ich kann hüpfen. Opa? Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da kommt er. So, und dann gehen wir nämlich Bericht erstatten und so. Weiß nicht, ob der Mottenpriester bis dahin dann schon da ist. Wir machen das nämlich per Schnellreise. Oder war das von hier? War das doch gar nicht so weit, oder? Ich muss mal gucken. Bum, bum, bum. Ja, okay, doch. Dann gehen wir mal zur Burg. Yeah. So, und dann berichten wir, dass es hell ist. Nein, dass wir jetzt hier die Kings sind, mein Freund. Ach, warum habe ich mich zum Vampir machen lassen und zum Werwolf überhaupt? Ich hätte ja nichts davon machen müssen. Das war ja alles freiwillig, glaube ich, ne? Das Werwolf. Der Vampir auf jeden Fall. Das haben wir freiwillig gemacht. Werwolf war aber auch, glaube ich, auch kein Zwang. Hätten wir auch sagen können, nö, da lass mal. Und die Scheiße benutzen tue ich eh nicht. Aber egal. Sind wir halt ein Vampir. Ist eigentlich auch ganz cool. So, wo ist denn hier Hassan? Ja, Digga. Gut gemacht. Ich wusste, dass ihr und Serana unseren Mottenpriester finden würdet. Erstmal würde ich gerne wissen, was muss ich darüber wissen, ein Vampir zu sein? Als Vampir gewinnt ihr neue Kräfte, aber ihr werdet auch anfällig für Sonnenlicht. Ja, ist mir klar. Mit jedem Tag, der vergeht, ohne dass ihr euch nähert, fügt euch diese Anfälligkeit mehr Schaden zu. Doch gleichzeitig wachsen auch eure Kräfte. Nährt euch von denen, die schlafen. Und eure Anfälligkeit für Sonnenlicht wird so abnehmen wie eure Kräfte. Mhm.
Gut, ich habe den Mottenpriester zu meinem Diener gemacht. Ja, das sehe ich. Ich hoffe, seine Gefangennahme war nicht zu schwierig. Nö. Die Dämmerwacht hat versucht, mich aufzuhalten, aber sie war keine echte Bedrohung. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen und hätte den Klang ihrer Schreie gehört. Nun, euer Diener wartet und wir haben ihm die Schriftrolle der Alten gegeben. Befehlt ihm, sie zu lesen. Na, und lasst uns gern gemeinsam die Worte der Prophezeiung hören. Oh ja. Ey, Diener. Mein kleiner Meister, ich bin wie befohlen hierher gereist. Ich habe eine neue Aufgabe für euch, Diener. Natürlich. Was soll ich für euch tun? Ihr müsst eine Schriftrolle der Alten lesen. Ah, richtig. Die Schriftrolle der Alten. Ich muss zugeben, ich freue mich schon darauf. Dann möget ihr mit eurer Lesung beginnen. Natürlich, Meister. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Schnauze! Ich muss mich konzentrieren. Fresse jetzt! Ich sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. Das bin ich. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Okay. Zwei anderen Schriftrollen. Ich wette, die müssen wir jetzt besorgen. Nicht so nützlich, wie ich es gewünscht hätte. Dennoch habt ihr euch gut geschlagen. Ja, wisst ihr, wo die anderen Schriftrollen sind? Meine betrügerische Frau hat eine davon gestohlen und ist danach verschwunden. Die andere ist nach meinen letzten Informationen in den Tiefen einer Dwemer-Ruine verschollen. Mir scheint, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Doch wir sind unserem Ziel so nahe und ich habe so lange gewartet. Da kann ich auch noch etwas länger warten. Okay. Das Leben hier hat viele Vorteile. Findet ihr nicht auch? Sprich mit Schnecke? Schnecke? Wo sind die jetzt? Die Politik weilt mich furchtbar. Aber sie. Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Ja. Woran denkt ihr? Dieser Mottenpriester Dexion. Er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Ich wollte nicht, dass dieser Haufen Wind davon bekommt. Ganz besonders nicht mein Vater. Was ist zwischen euch beiden passiert? Seit er beschlossen hatte, die Prophezeiung zu seiner Berufung zu machen, haben wir uns voneinander entfernt. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wo ist denn diese Schriftrolle der Alten? Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Auf in die Waschküche! Klingt fast, als wäre sie vorsichtig gewesen. Vielleicht. Was ich nicht verstehe, warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte.
Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Irgendwelche Vorschläge? Wie wäre es denn genau hier in der Burg? Moment, das ergibt fast einen Sinn. Ich habe meiner Mutter dabei geholfen, einen Garten im Innenhof zu pflegen. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Mhm. Es ist nicht ziemlich riskant, in der Burg zu bleiben. Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Genau. Wie kommen wir hinein, ohne dass euer Vater etwas bemerkt? Vertraut mir. Ich habe hier sehr lange gelebt und ich kenne jeden kleinsten Winkel. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Mhm. Lasst uns zum Geheimgang der Burg gehen. Na los, sie ist gleich um die Ecke. Okay, das müssen wir jetzt erstmal raus, oder was? Öffne Skyrim. Ach, hier heißt es jetzt wieder Skyrim, sonst heißt es Himmelsrand. Naja, ist ja egal. Mal Deutsch, mal Englisch. Stört mich nicht. So, jetzt müssen wir... Da lang geht's nicht, ne? Nee. Wir müssen noch runter. Wir müssen da nun da. Und da müssen wir hier irgendwo lang. Hast du gedacht, ne? Was hatte ich denn jetzt für eine Magie gerade? Theoretisch doch. Feueratem, genau. Gold. Noch eine Armbrust. Wenn der Wichser sich einfach mal anschleichen wollte. Aber nicht mit mir. Ja, nicht mit mir. Ich bin nämlich sehr schlau. Hinter dieser Biegung. Biegung? Hier? Nicht. Die Burg sieht von hier unten so groß aus. Ich meine, sie ist ja schon groß, aber sie wird einfach noch größer. Ah, hier. Nice. Was rennt denn da alles rum? Muss ich da nochmal erwachen von hier? Oder auch nicht. Was war denn mit denen jetzt los? Problem da oben? Warte. Ich komme mal zum Besuch. Hey du. Ja, ich bin ja fast tot. So, was sollte das jetzt, Jungchen? Gott. Ich muss erstmal gucken, ob ich hier eventuell einen Trank zum Heilen habe. Da habe ich natürlich. So. Aber wo geht's rein da? So, wo ist der Rest der Gang? Dann noch geschossen. Wo rennt die hin? Was ist los? Hm. Wo sind der Penner jetzt her hier? Wollte ich gar nicht. Jetzt kommt die Alte wieder. Verstehe ich nicht. Nee, ist mir
ein Rätsel. So, mal sehen. Lass mal wieder ein bisschen hochheilen. Versteckt euch. Ja, was wolltet ihr? Hier wollte niemand was. Außer ein Tier töten. Wir sollen ja auch irgendwie schlafen, ne? Saugen oder so. Hier ist ganz schön was los. Das nehmen wir mal mit für die Gute. Und den Ring. So, wo ist er? Da, wo die Gute immer ist, wenn man sie braucht, ne? Weg. Bleib mal hier jetzt. Hallo. Hallo. Ja, was wolltet ihr? Boah, was hier alles gibt, ne? Nun gut, dann lasst mal sehen, was ihr da habt. Ja, pass mal auf. Pass mal auf. Wird dich freuen. Zum einen diesen Dolch. Zum anderen diesen Ring. Und des Weiteren war doch noch irgendwas. Das hier. Ja. Das dürfte es gewesen sein. Ich kann es kaum erwarten, den Hof zu sehen. Ja. Ich kann es auch kaum erwarten, hier irgendwie lebend rauszukommen. Ach, hör auf. Das wird euch eine Lehre sein. Müssen wir jetzt hier lang? Wohl nicht. Was zur... Ach so. Alter. Was die für Geräusche machen. Bücher. Haben wir schon wieder eine neue Quest begonnen, oder was? Jetzt nach links. Das hier ist eine dieser doppelten Sicherheitseinrichtungen, die mein Vater mit zunehmendem Verfolgungswahn hat einbauen lassen. Wenn wir diesem Weg folgen, können wir den anderen Schalter finden. Sterben, wenn der betört ist. Da müssen wir irgendwo hoch. Oh Mann. Kleiderschrank. Immer ein bisschen Gold. Wer ist da? Oh Gott. Kann das mal jemand anders machen? Die zwei? Ja, ich habe gute Teammates. So, was haben wir jetzt wieder geöffnet?
Wo müssen wir dafür lang? Wenn man das immer wüsste. Ist ja eigentlich da irgendwo hin. Ah, hier ging was auf. Aha. Hier geht es zum Innenhof. Geht einfach zur Tür. Ich bin dabei. Ich hoffe, die lockt mich nicht in irgendeine Falle, die Alte. Wäre sehr unschön. Wir haben es in den Innenhof geschafft. Oh, und jetzt? Nein. Wo ist denn der andere? Was ist hier nur geschehen? Ja, nichts Alles Gutes. Ist heruntergekommen. Der ganze Ort sieht so tot aus. Als wenn wir die Ersten wären, die ihn nach Jahrhunderten betreten. Vielleicht ist es auch so. Dieser Weg führte zur großen Halle der Burg. Vater hat ihn allem Anschein nach versiegeln lassen. Früher bin ich hier oft nach dem Abendessen spaziert. Es war einst ein wunderschöner Ort. Okay, also ich vermute mal, die Alte ist nicht mehr hier. Höchstens da. Dieser Garten gehörte meiner Mutter. Er... Wisst ihr, wie schön sein kann, wenn es über hunderte von Jahren von Meisterhand gepflegt wird? Ihn so zu sehen, hätte ihr das Herz gebrochen. Wartet. Denkt man nicht, dass sie hier ist? Wenn das so aussieht. Etwas stimmt nicht mit dieser Monduhr hier. Mhm. Einige Teile fehlen und das Ziffernblatt ist schief. Ich wusste gar nicht, dass diese Teile entfernt werden können. Okay. Vielleicht will Mutter uns damit etwas sagen. Also eins habe ich ja schon. Ich meine, ich habe auch noch mehr irgendwo gesehen. Aber wo? Jetzt müssen wir die ganze Scheiße hier absuchen nach dem Kack oder was? Hier. Wie viele Teile fehlen denn? Wo geht's hier eigentlich rein? Nordturm. Also wenn wir Glück haben, liegen die Teile hier alle im Innenhof. Ostturm. Und wenn wir ganz viel Glück haben, haben wir die jetzt schon alle. Hier kamen wir her, ne? Drei Teile habe ich gefunden. Hier fehlt keins. Hier wohl auch nicht. Hier fehlt eins. Hier fehlt eins. Aha. Ich es euch doch sage. Irgendetwas an die... Sehr klug, Mutter. Wirklich sehr klug. Okay. Das war's für diese Folge von Skyrim. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.